Ho, 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 ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Adventskalender-Unboxing von mir. Mein Name ist Sandra Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich den Alzina-Adventskalender bestellt, beziehungsweise den habe ich hier. Und wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen reinzuschauen, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Den habe ich bestellt bei Hagelshop, da gibt es jetzt ja auch den Hagelshop-Adventskalender, auch der ist natürlich bestellt, kommt demnächst online. Und ja, genau, also da habe ich den bestellt für 79,95. Und nicht nur ich habe ihn bestellt, sondern auch die liebe Nicole von Chiquitas Place. Für eine zweite Meinung schaut super gerne bei ihr vorbei. Und der soll einen Warenwert haben von 144,85 €. Ich bin sehr gespannt, was wir hier drin finden dürfen. Die Marke haben wir öfters mal in anderen Adventskalendern drin und auch mal in Boxen und so weiter. Aber jetzt habe ich mal die komplette Power of Alzina mir bestellt. Das Design von außen ist sehr, sehr schlicht, aber trotzdem hübsch mit diesem Sternchen-Tannebaum und dann 24 Days of Beauty and Joy. Finde ich schön gemacht. Ist auch so eine erhabene Schrift, ne? Und ja, solltest auch du Teil der Crew hier werden wollen, abonniere doch super gerne meinen Kanal und begleite mich auf meiner kleinen, aber feinen Beauty-Reise. Oh, von innen ist er sehr minimalistisch, ne? Es ist ein Kläppchen-Adventskalender und sehr minimalistisch. Alzina hat auch dekorative Kosmetik, Leute. Das ist ja mal was. Das startet am 1. Dezember nämlich mit der Hyaluron Lift Up Mascara. Hier sind 8 ml drin. Das dürfte eine Originalgröße sein. Ich blende euch das Bürstchen gleich auch mal mit rein. Und das ist ja richtig schön. Das mag ich. Habe ich nicht mit gerechnet. Ich hätte jetzt gedacht, wir haben hier einen reinen Pfleger-Adventskalender. Und Alzina so, nö. Witzigerweise ist der Adventskalender auch ein bisschen aufgebaut wie der von Dalton, muss ich ganz ehrlich sagen. Ne? Von außen so ein minimalistisches Design, von innen noch minimalistischer und drin überraschend. Also solltet ihr Bock auf den Adventskalender von Dalton haben. Presale Claudi gilt nur noch diese Woche. Da kriegt ihr 20% Rabatt bei Dalton auf den Adventskalender. Das sind 25 €. Und nach der Woche, also quasi ab Montag, ist der Adventskalender auch nur noch für 124,90 € verfügbar. Da gibt es keine Rabatte mehr. Was weg ist, ist weg, Leute. Und meine Hautpflegemarke des Vertrauens übrigens. Hier haben wir am 2. Dezember die Stress Control Creme drin enthalten. Achso, Link zu dem Adventskalender in der Infobox. Das ist der Dreifachschutz gegen vorzeitige Hautalterung mit Lichtschutzfaktor 15. Und hier sind 15 ml drin. Ich persönlich präferiere es, wenn wir gar keinen Lichtschutzfaktor hier drin haben oder halt in hohen. Weil ich werde mir niemals so viel davon auftragen können, dass ich den Lichtschutzfaktor von 15 erreiche. Und wenn ich dann darüber meinen normalen 50er gebe, krümmelt das leider meistens. Das ist so die Erfahrung, die ich gemacht habe. Jetzt nicht mit dieser Creme, aber eigentlich mit allen anderen, ne? Und dementsprechend bin ich immer Fan davon, wenn da gar keiner drin ist, ne? Damit ich halt meine ausreichende Menge verwenden kann. Aber das hört sich sehr, 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 sehr nice eigentlich an. Selbstverständlich auch mit dabei ist die Nummer 3. Und hier sagt Alzina, so Schätzelein, ich habe ein etwas größeres Sortiment. Ich habe nicht nur Make-up und Skincare, ich habe sogar auch Haarpflege. Das Sensitiv-Shampoo, schonende Reinigung, entspanntes Haar und beruhigte Kopfhaut ist hier nämlich drin, die Sensitiv-Linie. Und das hört sich nach einem Shampoo an, was voll mein Ding sein wird. 50 ml sind hier drin enthalten, wie gesagt, und das ist toll. Ich mag gerne sensible Shampoos, verwende die auch gerne in Kombination mit anderen, ne? Dass ich so Tiefenreinigungsshampoos zum Beispiel von Kaimana verwende ich 1 bis 2 Mal pro Woche und ansonsten verwende ich dann halt ein anderes Shampoo, was ein bisschen sanfter ist. Hier haben wir die Nummer 4. Oh ja, den hatte ich schon mal in der Hand. Und zwar ist das der Skin Manager AHA Effect Tonic mit 50 ml. Finde ich großartig, dass das auch so früh im Adventskalender drin ist, dass man halt erstmal gucken kann, inwiefern man diese Fruchtsäure, das AHA, halt verträgt. Ne? Weil das sollte man halt vorsichtig anwenden. Also, dass man vorsichtig damit anfängt. Hier oben ein Video zu Peelings, falls ihr mehr wissen wollt. Und sowas finde ich aber richtig schön. Das machst du dir halt im Prinzip wie ein wie ein Toner drauf. Ne? Ich persönlich würde es erstmal vorsichtig anfangen und nicht direkt drauf lassen, sondern erstmal so an einer nicht sichtbaren Stelle hier mal ausprobieren und dann von Tag zu Tag halt auch die Einwirkzeit steigern, bis man halt irgendwann sagt, okay, ich kann es drauf lassen, ne? Sofern die Haut es verträgt. Das würde ich immer erstmal ein bisschen testen. Ja, das ist süß. Ne? Am 5. Dezember haben wir einen wunderschönen Nagellack hier drin. 5 ml von dem Nail Color in der Farbe Ice Queen. Und das sieht aus wie Schnee, aber irgendwie ist in diesem Schnee auch noch Gold mit drin.
Das ist wunderschön. Also eine richtig hübsche Farbe, muss ich sagen. Kann ich mir auch richtig gut in Kombination vorstellen, dass ich den dann quasi so auf einen Finger gebe und auf die anderen Finger kann man zum Beispiel ein Weiß geben oder halt so ein etwas, hier diesen Ballet Slippers zum Beispiel von Essie, ne? Der 6. Dezember ist unser Nikolaustag und da haben wir auch ein Alcina Style Produkt drin. Schaumfrei Blow Dry Emulsion mit 75 Millilitern. Da bekommst du dann quasi richtig schön Volumen wohl in die Haare, steht hier drauf. Ja, ich persönlich verwende solche Produkte eher weniger, ne, weil, ja, Volumen brauche ich aktuell halt wirklich nicht, weil ich halt sehr viel die Mütze trage. Was will ich jetzt mit Volumen hier oben? Das sieht dann nur die Mütze, ne? Und ja, kann man aber dann entsprechend verwenden, um dann halt auch haltbare Looks zu formen. Finde ich aber schön. Also das ist sehr, sehr abwechslungsreich bislang. Schön, am 7. Dezember haben wir eine Handcreme drin enthalten. Den Kashmir Hand Balm haben wir hier drin. Luxuspflege für Winterhände steht hier drauf. 15 Milliliter sind hier drin enthalten. Eine schöne Größe so für die Handtasche oder so, ne? Und auch mit diesen Schneeflocken drauf ist das richtig, richtig, richtig harmonisch und richtig schön. Ich glaube, das ist auch das erste Produkt, was halt auch so ein bisschen winterlich angehaucht ist vom Design her. Die Nummer 8 darf machen, dass es kracht. Und hier haben wir das Pendant zu dem Shampoo von eben mit dabei. Und zwar ist das die Hyaluron Spülung 2.0. Die gibt ja, mit 20 Millilitern entsprechend dann die Pflege auch, ne? Sowas verwende ich dann in Längen und Spitzen bei meinen Haaren und funktioniert einfach immer sehr, sehr gut, wenn ich es halt auch so mache, dass ich halt nur das Shampoo oben an der Kopfhaut auftrage, dann ausspüle. Dann mache ich mir zweimal in der Woche auch eine Haarkur rein, ne? Und dann jedes Mal nach der Haarwäsche halt am Ende da noch die Spülung ausspülen und dann nachher noch ein Leave-In. Und dann habe ich die Haare schön. In der Nummer 9 dürfen wir uns über ein Füllprodukt freuen. Und zwar ist es hier ein Make-up-Schwämmchen rund. Genau, das ist halt wirklich auch ein Schwamm-Schwamm, ne? Also das ist jetzt so ein, ja, wie so ein wiederverwendbares Wattepad, nur halt aus Schwämmchen. Das ist sehr, sehr abgefahren. Aber es ist halt einfach ein Schwämmchen, ne? Kann man sicherlich auch gebrauchen, wenn man so Puder-Foundation auftragen möchte oder so. In der Nummer 10 darf es mit einem Farbpflegeshampoo weitergehen. Das ist jetzt für mich nicht so geeignet, weil ich habe ja, naturblonde Haare noch. Und das ist für Color and Blondes. Ja gut, dann bin ich da aber auch mit drin. Dann funktioniert das für mich aber auch. 50 Milliliter sind hier drin enthalten. Das habe ich aber auch ehrlich gesagt schon mal öfter gehört. Dass du halt diese Kolorier-Shampoos oder diese Shampoos für koloriertes Haar auch sehr gut als Blondine verwenden kannst. Warum auch immer. Wegen unserer komischen Haarstruktur. Ach was, am 11. Dezember haben wir einen Lip Liner von Alcina hier drin enthalten. In der Farbe Natural Brown. Das ist ja auch cool. Ach, ich wusste auch gar nicht, dass Alcina wohl irgendwie aus Bielefeld kommt. Das ist ja wirklich interessant. Bielefeld liegt bei uns relativ, ja, jetzt nicht so nah in der Nähe. Wir sind schon irgendwie 1,5-2 Stunden entfernt, aber trotzdem, ne? Ja, haben wir hier so einen Lip Liner mit drin. Cool. Ach schön, und am 12. Dezember zur Halbzeit bekommen wir einen Reinigungsschaum. Sowas kann ich immer sehr gut gebrauchen. Reinigt mild und gründlich. Tägliches Schaumvergnügen, süß. 50 Milliliter sind hier drin enthalten und sowas verwende ich halt morgens, ne, bevor ich meine Gesichtspflege auftrage und abends als zweiten Schritt vom Doppelreinigen, vom Double Cleansing. Und nice. Also das gefällt mir richtig gut. Auch so generell diese ganze Aufteilung, die wir jetzt so auch in der ersten Hälfte des Adventskalenders haben. Das ist schön abwechslungsreich. Dadurch, dass Alcina ja ganz offensichtlich, wusste ich nicht, auch so ein breites Sortiment hat, haben wir auch immer wieder so diesen Switch zwischen dekorativer Kosmetik, Körperpflege, Gesichtspflege, Haarpflege. Das macht Spaß. Ach, guck mal, und hier haben wir, wo ist die Stimme gerade hergekommen, man weiß es nicht. Hier haben wir auch schon wieder was für die Haare, und zwar das Hyaluron 2.0 Shampoo. Auch hier 50 Milliliter. Ja gut, das ist jetzt das dritte Shampoo, jetzt muss auch mal aufhören hier, ne, das ist genug. Ich sage immer so, 3 von einer Sorte ist immer in Ordnung. Und ja, genau, aber das hier ist dann das passende Shampoo zu der Spülung, die wir hier auch schon drin hatten. Was ist das denn? Am 14. Dezember haben wir eine Sauerspülung, Strukturglättung, Glanz und Kennbarkeit aus der Basically Line. 50 Milliliter sind hier drin. Das ist vielleicht so ähnlich wie diese, was wir damals hatten, diese Essigspülung, ne? Gab es ja, glaube ich, auch bei Yves Rocher oder so. Ganz interessant. Nach der Haarwäsche eine haselnussgroße Portion im Haar verteilen und ohne Einwegzeit wieder ausspülen. Sehr interessant. Also das Tesafilm, was sie da verwendet haben, ist wirklich bombastisch. Welche Marke auch immer das ist, man weiß es nicht. Am 15. Dezember habe ich hier auf jeden Fall auch einen Klassiker mit drin. Das ist der Intense Kajal Liner. Auch das eine Originalgröße in der Farbe Grey 030. Also es ist nicht ganz tief schwarz, sodass es nicht zu hart rüberkommen wird. Und schön. Also auch das ist ein Produkt, was ich in einem Beauty-Adventskalender erwarte und was hier auch echt gut aufgehoben ist.
Ja, jetzt übertreiben sie ein bisschen, ne? Ich habe hier noch ein Shampoo drin am 16. Dezember. It's never too late. Koffein Vital Shampoo. Süß. 50 Milliliter sind hier drin enthalten. Und ja, ne? Also ich bin jetzt kein Morgenduscher, dass ich das jetzt vom Duft nicht unbedingt dann bräuchte, weil ich habe das dann ja abends. Aber Koffein mögen meine Haare eigentlich schon, weil das regt ja auch irgendwie so ein bisschen die Durchblutung an und so. Und ja. Mit Q10 ist es auch noch mit dabei. Schön für Stärke. Hier, Kräftigung, Revitalisierung, Energie und Volumen. Hört sich gut an. Ja, wie poppig ist das denn? Am 17. Dezember, eine Woche vor Heiligabend, haben wir hier einen Nagellack mit 5 Millilitern drin in der Farbe Frosty Flakes. Der ist schon abgefahren, oder? Also da hast du halt wirklich, das ist eher ein Topper, ne? Sehr groben Glitzer mit drin. Das kann ich mir sehr gut vorstellen in Kombination mit einem silberfarbenen Nagellack zum Beispiel, den man sich drauf macht. Und dann toppst du das auch so über den Ringfinger oder so drüber. Genau. Oder du machst dir das halt, wenn du längere Fingernägel hast, nur so auf die Spitzen drauf oder nur so hier oben an den Ansatz, nenne ich es jetzt einfach mal. Ne? Herzlich willkommen in der Weihnachtswoche. Am 18. Dezember haben wir wieder was aus der Kaschmir-Reihe. Und hier haben wir eine Gesichtscreme, Luxuspflege für Winterhaut drin. Das ist echt nice, dass sie das mit reinpacken. 15 Milliliter. Also das ist halt auch wirklich dann scheinbar eine komplette Linie von denen, die extra für Winterhaut gedacht ist. Und das ist richtig schlau, das hier in den Adventskalender reinzupacken, denn genau da wird es ja gebraucht. Also nicht im Adventskalender, sondern in der Adventszeit. Jetzt übertreiben sie aber echt, Leute. Das ist ein bisschen viel. Am 19. Dezember ist natürlich noch ein Shampoo drin. Ganz schön lang. Ein Pflegeshampoo für lange Haare, die ich habe. 50 Milliliter sind hier drin enthalten. Ja, wir haben hier noch ein Shampoo drin. Ist cool. Und natürlich darf am 20. Dezember, herzlich willkommen im 20er-Bereich, die dazu passende Spülung nicht fehlen. Ganz schön lang, glatt Conditioner für lange Haare. 20 Milliliter sind hier drin enthalten. Das ist jetzt eine etwas kleinere Größe, ne? Also da ich halt, bei mir ist das Verhältnis von Ansatz und Längen und Spitzen halt doch etwas anders. Ich brauche immer mehr Conditioner, als dass ich Shampoo brauche, aber egal. Am 21. Dezember erwartet uns eine zweite Handcreme, und zwar die Handcreme Number One. Die Dreifachwirkung für schönere Hände, auch hier mit Lichtschutzfaktor, aber das stimmt, man sollte seine Hände auch nicht vergessen beim Schutz vor der Sonne. Hier sind 20 Milliliter drin enthalten und ja, Handcreme im Adventskalender mit Pflegeprodukten geht volle Elle klar. Also die Nummer 22, die zweite und letzte Schnapszahl, ist riesig und die hat mich die ganze Zeit schon so angelächelt. Und dann ist es so ein bisschen underwhelming, wenn du da ein Scrunchie rausnimmst. Was aber Sinn ergibt, weil du hast hier sehr viel Haarpflege drin. Deswegen gehen die davon aus, dass du halt irgendwie vielleicht auch längere Haare hast. Aber es ist halt für die Leute blöd, die keine langen Haare haben. Egal, es ist ein schönes Scrunchie, was ich jetzt so für mich nicht ganz so nice finde, weil ich so feine Haare habe, die werden da alle dran hängen bleiben. Ist auch wohl von Alcina selber. Und das Schöne daran ist, dass es nicht nur schwarz ist, sondern dass man, ihr seht es auch, ne, dass man so ein bisschen diesen Schimmerglanz mit dabei hat. Also das sieht schon sehr festlich aus. Am 23. Dezember, einen Tag vor Heiligabend, bekommen wir zu unserem It's Never Too Late Koffein Shampoo auch noch den dazu passenden Vital Conditioner. Ebenfalls mit 20 Millilitern hier am Start. Und das erinnert uns daran, dass wir ja, vielleicht vor Heiligabend nochmal unter die Dusche hüpfen sollten. Oh, okay. Am 24. Dezember haben wir ein Produkt drin, was ich mir gleich erstmal genauer angucken muss. Magical Transformation CC Cream mit Hyaluron, Panthenol und Vitamin E. Oha, 50 Milliliter sind hier drin. Das ist ernsthaft ein Adventskalender, die eine Foundation quasi oder eine CC Cream in die 24 packen. Puh, oh, bitte sei wirklich Hautton anpassen und sei jetzt nicht Umpa-Lumpa-mäßig. Also es ist super, hätte ich euch eben auch zeigen können, ne? Oh nein. Oh nein. Sehr wässrig. Die Ränder werden ein bisschen fleckig, die muss man ein bisschen ausblenden, da muss man vorsichtig sein. Aber okay, sie hat eine super leichte Deckkraft. Super, super leicht, aber es wird fleckig bei mir. Ihr seht's, ne? Weiß ich nicht. Muss ich einfach mal ausprobieren, was halt daran liegt, dass ich sehr, sehr hell bin. Ne? Ich meine, man sieht meine Adern durch, das, ja. Ein sehr, sehr geiler Adventskalender mit einem leider ernüchternden Ende und mit viel zu viel Shampoo drin. Wobei ich das per se jetzt nicht so schlimm finde, ne? Aber bei einem Adventskalender möchte ich halt schon ein bisschen Abwechslung haben. Aber ich glaube, der ist an und für sich sehr, sehr geil. Also, was haben sie denn, weiß ich nicht, vielleicht ein Serum? Haben die sowas im Sortiment? Würde ich jetzt einfach mal tippen, ne? Dass du anstelle von der CC-Cream, die ja vielleicht vielen Leuten passt, aber bei mir jetzt wahrscheinlich eher weniger, dass man da ein Serum reingemacht hätte oder so. Naja, aber trotzdem finde ich hier die Vielfalt sehr schön gewählt, dass wir hier halt sowohl dekorative Kosmetik als auch Haarpflege, Gesichtspflege drin haben. Da hast du schon einen guten Einblick in das Sortiment von Alcina.
Wie seht ihr das? Schreibt mir gerne eure Meinung zu dem Adventskalender mal in die Kommentare. Da können wir uns gerne drüber austauschen. Und dann wäre es hier von mir gewesen. Wenn es dir hier gefallen hat, wäre ein Däumchen ein Träumchen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao.